Hey Leute, ich bin Mirko, das ist Prehistoric Zone und wir schauen uns heute den neuen Tyrannosaurus Rex von Nanmu Studio an aus der Soul of the Dragon Serie. Los geht's! Ja, meine Lieben, nach langer Wartezeit haben wir ihn nun endlich liegen, die Soul of the Dragon Version des Tyrannosaurus Alpha 2.0. Dieser ist auf 600 Stück limitiert. Der Preis befindet sich so zwischen 150 und 200 Dollar. Bei dem aktuellen Wechselkurs in Euro ist es eigentlich fast genau dasselbe. Kleine Spoilerwarnung, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr das Modell nicht ergattern könnt. Wieso, weshalb, darauf gehe ich später nochmal ein. Wir schauen uns jetzt erstmal wie immer die Umverpackung an und beginnen mal mit der Vorderseite. Wieder die Illustration drauf, wie sonst auch. Bei den neueren Kartons. Hier ist der kleine Unterschied. Hier haben wir das goldene Logo für die Premium-Variante der Figuren. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier auf der Seite nichts drauf. Hinten haben wir noch mal kurz ein Bild. Dann hier unten einfach nur noch mal die Warnhinweise. Und das war's auch eigentlich schon. Mit dabei ist wieder die Artcard. Und ein Montagehinweis, wie ihr die Drähte an den Zaun zu montieren habt. Der Draht wird mitgeliefert, ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich schön und optisch ansprechend. Deshalb kann man den eigentlich gleich entsorgen. Und ich zeige euch dann einfach mal, was für Drahtseile man dafür verwenden kann, dass das eben nochmal ein Ticken besser aussieht. Der Zaun selbst ist auch zum Zusammenbauen. Dieser wird hier mit einem Grundelement geliefert. Hier kann man dann die Base anschließen vom Rex. Dann hat man eben nochmal die Zaunsäulen. Davon gibt es drei Stück. Die schauen wir uns gleich auch nochmal näher an. Dann haben wir noch die Base. Und natürlich den T-Rex selbst. Dann räume ich mal hier auf und wir schauen uns alles mal genauer an. So, dann fangen wir mal mit den Säulen an. Diese sind einfach grau gehalten, haben hier die entsprechenden Vorbohrungen für den Draht. Man hat vorne nochmal hier ein paar Schrauben, Artschrauben drinne, dass die zweite Säule genau dasselbe Spiel. So, bei der Mittelsäule wird es jetzt wieder ein bisschen interessanter. Diese kommt hier auch nochmal eben mit hochwertigeren, ja, wie soll man sagen, Zaunbefestigungen. Wäre auf jeden Fall schön gewesen, wenn die an allen Stäben dran gewesen wären. Ist auch einfach grau ansonsten gehalten, hat hier keine Schrauben mehr mit drin. Hier oben haben wir die bekannten Leuchten. Wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn sie hier ja so durchsichtiges Plastik verwendet hätten, anstatt die Teile einfach rot-blau anzumalen. Definitiv. Ansonsten gibt es hier eigentlich auch nicht viel zu sagen. Dann haben wir das Grundelement für den Zaun. Ist auf jeden Fall deutlich besser geworden als das erste Zaunmodell, für das sie uns 100 Euro abgeluchst haben. Hier sieht man auf jeden Fall, dass mehr Mühe drin steckt. Die Grundplatte ist einfach schwarz gehalten. Wir haben hinten, hier ist der Befestigungspunkt für die Base vom Rex. Der wird dann einfach dran geschoben. Von hinten haben wir einen Steinton mit Farbverläufen drin. Hier sogar einen kleinen Riss hinten auf der Rückseite. Seitlich zieht sich die Farbe weiter bis nach vorn. Hier hat man dann eben die einzelnen Elemente angeteasert. Auf der Rückseite ist es durchgehend. Vorne hier hat man nochmal die Fugen. Hier auch nochmal kleinere Schraubeneinkerbungen.
Was ganz cool ist, ist hier das rausgebrochene mit dem goldenen Zaun. Hätten sie vielleicht Silber machen sollen, hätte definitiv besser ausgesehen, meiner Meinung nach. Oberhalb sind die Steckpunkte für die Säulen. Und ansonsten ist das eigentlich ein sehr schön gelungenes Zaunelement. Zum Vergleich kann ich euch noch mal kurz den Zaun in die Kamera holen, der damals angeboten wurde. Also dieser war ganz einfach grau gehalten mit den Mikado-Stäbchen hier. Ja, war auch alles nicht so toll und auch sehr instabil. Wir stecken den Zaun mal so weit zusammen. Es gibt hier eine linke und eine rechte Säule. Und zwar hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil, wie ihr sehen könnt, ich kriege den Stab hier nicht rein. Keine Chance. Mit der anderen Säule funktioniert es. Also nicht wundern, falls ihr die Stäbe nicht reinbekommen solltet. Ist normal. Dann haben wir das Mittelteil. Wird auch hier reingesteckt. Und so sieht das ganze Teil dann ohne den Draht aus. Aktuell. Den fügen wir später dann nochmal ein. Wir schauen uns jetzt erstmal noch die Base an und den Rack selber. So, dann hätten wir die Base. Hier mit der Aussparung für den Fußpin. Dieser ist bei den Soul of the Dragon Varianten viel dicker und sitzt normalerweise auch sehr fest. Die Base an sich ist relativ simpel gehalten. Man sieht die Fußabdrücke nochmal. Und ansonsten ist es in so einem braun, grau, gelblichen Ton. Etwas schlammig gehalten. An der Seite ganz simpel. Hier vorne hat man eben nochmal den Befestigungspunkt, in den man den Zaun stecken kann. Hinten steht der Name, die Nummer, in unserem Fall die 279 von 600. Und ja, eine relativ kleine Base. Ich hätte sie mir etwas größer gewünscht auf jeden Fall. Dann nehmen wir die mal kurz weg und schauen uns jetzt mal das Rex-Modell an. Dieses ist vom ersten Eindruck her auf jeden Fall, wie es auch eigentlich sein soll, viel hochwertiger als die PVC-Variante. Das auf alle Fälle. Hat auch ein ordentliches Gewicht, das Teil. Der Kopf an sich ist auch wieder wunderschön skulpturiert. Also da kann man echt nichts sagen. Man hat hier wieder einiges an Details. Fängt am Unterkiefer an. Die unterschiedliche Schuppenstruktur. Echt super schön. Auch die Farben, die dann sehr toll ineinander verlaufen. Hier am Mundwinkel mit den dunkleren Tönen. Auch die Zähne sind wieder wunderschön bemalt. An der Schnauze haben wir auch wieder hier die kleinen bekannten Pünktchen bemalt. Hier die drei Streifen. Sind je nach Modell etwas kräftiger. Ich habe Glück gehabt, meine sind nicht ganz so kräftig, wie man sehen kann. Bei manch anderen Modellen, die ich gesehen habe, da sieht es schon nach schwarzen Balken aus. Also das ist dann nicht mehr ganz so schön. Die Augenhöhle auch 1A gestaltet. Das Auge selbst ebenso. Hat auch einen Blick nach vorne. Die Pupillen sehen sehr gleichmäßig aus. Die Ohreingänge haben sie auch sehr präsent gestaltet. Auf dem Kopf haben wir auch selbst einige Erhöhungen, ist aber nicht ganz so detailliert wie jetzt zum Beispiel um den Mund herum. Dann haben wir die andere Seite. Hier wirkt alles auch ebenso sehr, sehr stimmig. Den Hals runter haben wir hier wieder die Adern. Auch bei der Farbgebung verläuft alles sehr schön ineinander. Hinten haben wir die bekannten Rückenstreifen. Vom Rücken selbst ab zieht sich nochmal etwas dunklere Farbe, geht dann in die Arme über. Diese sind dann auch etwas dunkler gehalten. Beide Arme sind ebenfalls sehr schön gestaltet. Der Bauch ist auch sehr detailreich. Hier haben sie schön die Bauchfalten runtergezogen. Unten ist der Bauch mit etwas kräftigeren Schuppen bedeckt.
Das gleiche Spiel zieht sich rüber auf die andere Seite. Hier sehen wir auch von der Bemalung her nochmal ein paar Flecken. Der Schenkel an sich ist auch hier etwas dunkler gehalten. Dies zieht sich runter bis an die Füße, die auch wieder wirklich super schön gestaltet sind. Leider habe ich bei meinem Modell an der Kralle einen kleinen Farbfehler. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ist aber nichts, was ich nicht reparieren könnte. Unten haben wir dann den großen Fußpin. Diese sind deutlich besser als diese kleinen Metallpins bei den PVC-Modellen, die an der Base befestigt sind. Dann haben wir den zweiten Fuß. Dieser ist auch wunderschön gestaltet. Am Schenkel geht der Farbverlauf wieder etwas dunkler hoch. Die Streifen verlaufen dann weiterhin am Rücken. Und an der Schwanzspitze läuft es dann so langsam aus. Die Schwanzspitze ist auch flexibel. Also da müsst ihr nicht aufpassen oder Angst haben, dass die abbricht. Wir stellen das Modell jetzt mal auf die Base mit dem Zaun zusammen und ich zeige euch nochmal, was wir statt dem günstigen Draht an den Zaun befestigen können. So, wir hatten einmal die Base, dann haben wir den Rex. Hier bin ich nicht ganz so zufrieden, da bei den anderen Modellen, zumindest beim Giganotosaurus, das so ist, dass das ein bisschen fester ist. Und hier, ja, trotz des großen Fußpins ist der Rex da schon sehr wackelig drin. Also ich hätte es mir ein bisschen enger gewünscht, dass das Ding eben nicht einfach so darum wackelt. So, dann haben wir noch den Zaun selber. Hier ebenso. Also das hätten sie auch ruhig ein bisschen enger machen können oder zumindest mit einem Magnet, dass das einfach ein bisschen besser gehalten hätte. Weil immer wenn man das Ding verschieben will, kommt man raus, dann fallen die Drähte raus und ist nicht ganz so von Vorteil. Auch das Herumgewackel der Stäbe. Also ich werde sie definitiv festkleben. Bei der Base bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht klebe ich sie auch dran. Ja, wie bereits gesagt, also den mitgelieferten Zaun bzw. den mitgelieferten Draht würde ich nicht verwenden, da würde ich einfach ein bisschen improvisieren. Und zwar gibt es ja den geflochtenen Draht. Dieser sollte ca. 1,5 mm dick sein. Ich habe jetzt hier einen etwas dünneren, weil der jetzt noch gerade zu Hause rumlag und habe das Ganze mal improvisiert. Das Endergebnis werde ich euch dann nochmal beim 360-Grad-Video zeigen. Was auch noch ganz cool ist, ist, dass ihr euch eigentlich das schönste 1:35 Outbreak-Diorama herstellen könnt, wenn ihr auch die Base von Modred besitzt. Dann noch den Yada Toys Explorer und eben nochmal die Alan Grant Figur von Nanmu Studio. Wenn ihr da noch so ein paar Pflanzen im Hintergrund habt und die richtigen Drahtseile, dann ist das echt eigentlich mit eins der schönsten Dioramen, die ihr euch selber herrichten könnt. Wir vergleichen den Rex jetzt nochmal mit ein paar anderen T-Rex Figuren und nehmen den Zaun dann auch nochmal weg. Also bleibt dran! Das war's mit meiner Review. Wie gesagt, ihr müsst absolut nicht traurig sein, wenn ihr das Ding nicht ergattern könnt. Lasst euch da auch bloß nicht übers Ohr hauen mit Preisen jenseits der 300 oder 400 Euro. Nanmu wird nochmal eigene Zäune rausbringen, die wahrscheinlich deutlich günstiger sind als die erste Version. Und ihr macht auch mit dieser PVC-Version nichts falsch, weil die ist qualitativ
eigentlich mit am besten. Also da kann man absolut nichts falsch machen. Und ich bin mir sicher, ihr kriegt damit auch ein super tolles Diorama hin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich super freuen. Und schreibt mir auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich lasse euch das Ding jetzt nochmal auf dem Turntable drehen als gesamtes Diorama und bin raus. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.